So, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Ja, es gibt Neuigkeiten, dazu komme ich gleich. Erstmal hier nicht so lange wir Wache halten. Überall auf diesem Strand verteilt, inmitten des Treibens des Strandguts, befinden sich Kisten und Säcke voll mit Leichenteilen von Tieren. Es scheint, als würde Nethingberry mit den Freibeutern des Nordmeeres gemeinsame Sache machen. Diese dreckigen Piraten transportieren die Waren, die Nethingberry. Die Nethingberrys, mordlustige Lakaien vor der Küste sammeln. Es besteht kein Zweifel daran, dass all diese Sachen in den Heimen und auf den Schultern zahlreiche skrupelloser Individuen auf ganz Azeroth landen werden. Doch das wird nicht passieren, nicht solange wir Wache halten. Bringt mir alle Lieferungen, die ihr auf diesem Strand finden könnt. Sie werden sie niemals in die Finger bekommen. Ja, zu den Neuigkeiten. Und zwar könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass ich vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen, vor ein paar Folgen, erwähnt habe, dass ich Erkältungssymptome habe und dass ich auch einen Corona-Test gemacht habe. Und ich habe das Ergebnis, ich bin tatsächlich Corona-positiv getestet worden. Ich habe es auch mittlerweile einigermaßen zurückverfolgen können, wo ich es wohl her habe. Und zwar vom Sitzungsdienst von der Staatsanwaltschaft. Hätte es anders sein können. Und zwar hatte dort irgendwie eine Dolmetscherin hatte auf jeden Fall Corona und die hatte keine Maske auf und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt daher kommt. Aber sicher ist es natürlich nicht. Unabhängig davon geht es mir nicht gut. Ja, ich hatte das ja erzählt mit dem Schüttelfrost und der Übelkeit. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Husten. Aber das ist eher so ein Räusperhusten und das kommt safe von der trockenen Heizungsluft hier in meinem Kabuff. Und weil ich halt momentan nicht mehr an die Luft kommen kann, an frische Luft, weil ich halt in Quarantäne bin und hier das Haus nicht verlassen, die Wohnung nicht verlassen darf. Symptome habe ich an sich nicht, also nicht mehr besonders. Ein bisschen Husten halt. Aber ansonsten hatte ich Geruchs- und Geschmacksstörungen, die sind schon eigentlich relativ gut weggegangen. Lediglich mein Geruchssinn ist noch ein bisschen schwach. Aber mein Geschmackssinn ist insoweit erstmal wieder, glaube ich, komplett da. Da habe ich kaum Einschränkungen. Geruchssinn, das ist so das Einzige, was ich jetzt hier noch so ein bisschen misse. Aber auch da, das so intensive Gerüche merke ich auf jeden Fall. Lediglich halt so schwäche Gerüche, das fällt mir ein bisschen schwer. Wobei es da auch halt einfach sehr viel besser wird. Das Ding ist halt einfach, ich habe jetzt, wann war das jetzt? Wir haben jetzt den 12. Genau. Da habe ich den Test gemacht. An dem Montag. Ne, hier habe ich den Test gemacht. Jetzt letzten Montag. Was erzähle ich denn? Seit dem 3. bin ich krankgeschrieben. So. Und dann habe ich am Montag den Test gemacht, weil ich dachte am Anfang, das wäre irgendwie nur so ein Infekt und ich wusste nicht, dass das jetzt, weil ich halt einfach keine Symptome hatte. Ich hatte Gliederschmerzen und Übelkeit und deswegen habe ich mich dann krankgeschreiben lassen. Und dann habe ich hier halt über das Wochenende 5.6. meinen Geschmackssinn und Geruchssinn komplett verloren. Am 5. und 6. war es ganz schlimm. Da habe ich nichts mehr geschmeckt und nichts mehr gerochen, gar nichts. Und dann habe ich beim Arzt angerufen, Montag, habe einen Corona-Test gemacht. Und das Ergebnis habe ich bekommen Mittwochabend, glaube ich. Mittwoch-Spätabend, ja. Mittwoch, keine Ahnung, 19 Uhr oder so. Ja. Und am Donnerstag, also vorgestern, hat sich dann auch das Gesundheitsamt bei mir gemeldet und mir gesagt, dass ich halt jetzt in Quarantäne muss. Bis zum 17. Bis hierhin, anschließend zum 17. Und dann werde ich angerufen und dann wird gefragt, ob ich noch Symptome habe. Falls nicht,
war es das dann mit der Quarantäne und ich kann wieder raus und bin wieder frei. Falls es noch nicht komplett weg ist, dann wird es halt nochmal verlängert. Ja, aber ja. Das ist die Story dahinter. Der ruchlose Captain. Es ist wirklich abscheulich, sich selbst den Namen Captain Igloo zu nennen. Als ob man über alle Kreaturen der See Herr wäre. Niemandem ist es erlaubt, solch einen Anspruch zu erheben. Dieser Captain Erster Glu, nicht Igloo, sondern Erster Glu soll es heißen, muss gefunden und erschlagen werden. Er wurde zuletzt beim Wrack direkt vor der Küste der verlassenen Weiten gesehen. Findet und tötet ihn. Kehrt zu Hierophanten Xenius beim Lager der Deta nördlich von hier zurück, sobald es vollbracht ist. Und lasst sie wissen, dass die Mission ein Erfolg war. Also im Endeffekt hat mir diese Quarantäne eigentlich mal wieder so ein bisschen die notwendige Ruhe in mein Leben gebracht. Dass ich mal wieder... Ich konnte einiges an Zocken nachholen. Ja, ich bin Level 60, ich habe ein bisschen Shadowlands gespielt. Ich konnte mich einfach so wirklich so ein bisschen erholen. Und da ich halt nicht so krasse Symptome hatte. Ich hatte gestern noch mal ein bisschen Halsschmerzen, aber das, wie gesagt, das kann auch einfach jetzt, kann auch einfach ein bisschen Einbildung sein, keine Ahnung. Mir geht's wirklich so gut, dass ich kaum irgendwelche Einschränkungen wirklich hinnehmen musste. Außer, dass man halt nicht die Wohnung verlassen kann. Aber ansonsten, alles super. Wäre es eine normale Erkältung oder so, wenn jetzt die ganze Corona-Geschichte nicht wäre, dann würde mich auch kein Mensch der Welt krank schreiben. Da hätte ich auf jeden Fall jetzt schon längst wieder arbeiten müssen. Aber wie gesagt, durch Corona... Durch Corona, Mauna, ist halt nix. Und jetzt momentan gehen die Daten ja auch wieder durch die Decke, die Zahlen. Und gestern waren halt, glaube ich, knapp 30.000 und ich gehörte dann tatsächlich auch mal dazu. Dann haben wir aber das auch hinter uns, mit der Corona-Geschichte. Also ich hab's hinter mir. Ich meine, es ist zwar bekannt, dass es auch doppelte Infektionen gab, aber es ist halt relativ unwahrscheinlich, ja. Und ein paar Antikörper werde ich dann ja wohl gebildet haben. Seid gegrüßt. Hauptsache, ich kriege ein Epic-Schild, ey. Die Ermordung von Harold Fairton. Ihr habt viel für die Tiere und die boreanische Tundra getan. Wir haben Nessingberrys Lakaien zurückgeschlagen und ihnen eine Lektion erteilt, die sie so schnell nicht vergessen werden. Harold Fairton, der für die Massenabschlachtung in der Grand verantwortliche, Agent ist auch als Zuständiger für Nessingberrys Operationen in der Tundra ausgemacht worden. Er befindet sich westlich von hier beim Kumuyasee. Latorius reicht euch ein Horn mit komplizierten Schnitzereien. Findet Fährten und tötet ihn. Lasst dieses Horn erschallen, sobald ihr Hilfe benötigt. Bis bald. Dann solltet ihr Hilfe benötigen. Ja, also was ich jetzt auf keinen Fall übrigens machen wollte, das muss man ja auch immer wieder nochmal sagen, ist hier irgendwie das Virus hier jetzt fällt mir doch gleich der Begriff nicht ein. Zu bagatellisieren. Oder zu verharmlosen. Auf gar keinen Fall. Also, Das ist so weit entfernt. Ich kann mich auf jeden Fall sagen. Ich muss näher ran. Dass es nicht so ist. Ja? Also, ich habe das Ganze wirklich ernst genommen. Ich bin einfach froh, dass ich anscheinend zu den Leuten gehöre, die einen sehr milden Verlauf haben. Denn wenn ich es wirklich mit dem vergleiche, was ich sonst schon so an grippalen Infekten und Erkältungen hatte, dann
kommt das nicht mal in die Top 10. Also das ist wirklich was übel, was ein bisschen nervig und wirklich ein bisschen... wirklich... was mich wirklich belastet, war wirklich dieses eine Mal die Übelkeit, denn ich bin einmal wirklich aufgewacht nachts und so. Und hatte wirklich eiskalten Schweiß auf der Stirn und hätte mich fast übergeben. Aber das war halt jetzt schon vergangene Woche Dienstag. Ne? Also wenn man, es ist halt schwierig zu sagen. Also ich hatte meine ersten Symptome hier, ja, Dienstag. Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag. Hier hatte ich die ersten Symptome. Aber es ist halt schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich Symptome von Corona waren oder ob das Symptome von einem Infekt waren, die gar nichts mit Corona haben. Es kann ja sein, dass ich hier einen Infekt hatte und mir danach dann nochmal was eingefangen habe. Na, das ist ja durchaus möglich. Und dann ist es halt schwierig, aber ich halte es halt für am wahrscheinlichsten, dass ich hier die ersten Corona-Symptome hatte. Und ich habe den Corona-Test dann erst gemacht am Montag. Seid gegrüßt. Schöner Ring. Elun erleuchtet. Und der ist auch, hat sich auch aufgewertet. Das gibt's ja gar nicht mehr. Ganz ruhig. Bleibt sauber. Ja. Aber wie gesagt, ich habe da durchaus meinen Nutzen gezogen, einiges nachgeholt, was ich sonst so nicht geschafft hätte. Unter anderem halt viel Shadowlands gespielt. Ich bin jetzt Level 60, schon lange. Auch schon, glaube ich, jetzt mittlerweile 24 Stunden Playtime auf Level 60. Also ich habe wirklich sehr viel gezockt. Wer ist es, der da spricht? Den Steinbruch zurückerobern. Ihr seid hier gerne gesehen, Kriegerin. Mein Name ist Etaruk und ich war einmal ein Handwerker hier im Froststeinbruch. Meine Gefährten und ich waren gerade dabei, mehrere neue Statuen für die allerneuesten Riten vorzubereiten, als wir sahen, wie diese geheimnisvollen blauen Plattformen über unser Plateau geflogen kamen. Als sie landeten, strömte ein Schwarm von Magiern, die sich auf ihnen befanden, in den Steinbruch, plünderten und ermordeten meine Freunde. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden sie unsere Statuen zerstören und sich mit unseren Artefakten davonmachen. Werdet ihr mir dabei helfen, die Eindringlinge zu besiegen? Die Geehrten Ahnen, eine fernklingende Stimme hallt in eurem Kopf wieder, als ihr euch die Steinstatue anseht. Lasst euch nicht erschrecken, Fremde. Ich bin ältester Atkanok, ein uralter Ahne des Tuska-Volkes, ein geübter Handwerker zu meiner Zeit und seit Jahrhunderten ein Wächter dieses Steinbruchs. Der Steinbruch wurde überrannt, wodurch meine Statuen nicht fertig gebaut werden konnten, während die Geister der Ahnen auf der Welt umherwandeln. Werdet ihr mir helfen, dies wieder zurechtzubiegen? Als erstes muss ich den Namen der wandelnden Ahnen wissen. Sucht nach den Markierungen in der Nähe der Statuen. Ja. Also eine schöne Kill-Quest. Was natürlich jetzt durch die ganze Corona-Geschichte so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ist meine Ausbildung, ne? Also muss man auch ganz klar sagen. Und das ist jetzt auch nicht ganz so optimal gelaufen. Vor allem, wenn ich meinen Ausbilder beim Gericht auch noch letzte Woche gesehen hatte, der muss dann entsprechend jetzt auch in Quarantäne. Aber der hat halt auch Gott sei Dank gar keine Symptome und ich habe ihn halt als engen Kontakt angegeben beim Gesundheitsamt. Aber da der, wie gesagt, 10 Tage jetzt symptomfrei war, seit unserer Begegnung, unserer letzten, wird da auch nicht viel passieren. Bei uns war halt am Anfang einfach nur die Sorge, dass wir eventuell gar nicht mit unseren Familien, also die Familie und meiner Freundin, die haben irgendwie zusammenlebt, dass wir gar nicht mit unseren Familien die Weihnachten feiern können, wegen Quarantäne, aber das wird wohl nicht so sein. Seiten bei meiner Freundin kommen jetzt nochmal Symptome, weil meine Freundin wurde auch getestet und die war halt negativ. Also alles ganz optimistisch bis jetzt, aus meiner Sicht.
man nicht auch mal diese Hunde töten? Kommt irgendwie so komisch. Na gut, liebe Leute. Ihr seid jetzt up to date. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit WoW Retail Version. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und wir hören uns. Macht's gut, bis dahin, ciao.